Rezepte aus dem Freilichtmuseum Hessenpark mit der historischen Hausfrau Iris von Stefanitz. Heute sind wir wieder im Haus aus Frankenbach im Freilichtmuseum Hessenpark und zwar im Jahre 1779. Heute ist ein besonderer Tag, denn wir haben Mitmachaktionen am Start. Kinder dürfen hierher kommen und mit uns ein Gebäck aus der Zeit backen. Eine fantastische Zeitreise, in der die Kinder in das Jahr 1779 abtauchen können und dementsprechend wirklich spürbar erleben können, wie es damals war, in einem solchen Rauchhaus zu leben. Das Feuer ist bereits entfacht. Man spürt die Wärme von der Herdstelle, aber man riecht auch den Rauch, der sich hier langsam im Hause ausbreitet. Das sind Schiebelukenfenster, das heißt, man kann diese Luke auch wieder zumachen, wenn man möchte. Da es aber hier so raucht, lassen wir die Fenster natürlich auf. So, und dann legen wir doch direkt mal los mit unserem Gebäck, denn das braucht noch ein bisschen Zeit, um gehen zu können. Die Zutaten: Dinkelvollkornmehl, Sauerteig oder heute in unserem Fall Hefe, Salz und Wasser. Bei diesen Mitmachaktionen dürfen die Kinder natürlich selber Hand anlegen. Das heißt, ich zeige ihnen erstmal die Zutaten und dann dürfen sie diese alle zusammenbringen in einer großen Schüssel und selber miteinander vermengen. Das ist Teamarbeit. Hineinkommen ja bekanntlich in die Schüssel das Dinkelvollkornmehl. Dort hinein wird eine Mulde gedrückt und dort haben die Kinder dann die flüssige Hefe hineingegossen. Es wird ein kleiner Vorteig angerührt, sodass die Hefe schon mal ordentlich arbeiten kann und Nahrung hat und Bläschen werfen kann. Danach geben wir noch das Salz hinzu, das aber natürlich noch ziemlich grobe Kristalle hatte und dementsprechend müssen die Kinder das in einem Mörser fein mörsern. Das Salz kommt also auch hinzu. Und nun das überrestliche Wasser. Schlückchen für Schlückchen und jedes Kind darf mal rühren, damit es auch merkt, dass das nicht unbedingt so einfach ist wie mit einer Knetmaschine. Und am Ende, wenn der Teig gut zusammengebracht wurde, decken wir es einfach noch zu und lassen den Teig ruhen, bis er sich verdoppelt hat. Danach werden die Brote in lange Stangen geformt, mit feuchten Händen geht das am besten. Und dann noch bestreut, wenn man möchte, mit ein paar Salzkristallen und Kümmel. Dann haben wir natürlich jeder einzelnen Brotstange einen Namen gegeben, eine Zahl, wenn man so will. Und diese Zahl mussten die sich merken, damit man nachher, wenn man die Zahl 1 zum Beispiel aufrief, damit das Kind dann wusste mit der Nummer 1, oh, das ist ja meins. Sodass jedes auch seins wieder mit nach Hause nehmen konnte. Gebacken wurde das Ganze in einer Tortenpfanne. Also früher waren die oftmals aus Kupfer. Ich habe hier eine aus Gusseisen. Und damit das ordentlich von oben und unten gleichmäßig backen kann, erhitzt man erstmal den unteren Teil über dem Feuer und auf den Deckel, der eine leichte Vertiefung hat, gibt man dann die Glut. So hat man Ober- und Unterhitze geschaffen. Und so kann das Gebäck innerhalb von 10 bis 15 Minuten schon fertig gebacken sein. Man muss nur aufpassen, dass es unten nicht so heiß wird, denn dann kann es leider manchmal ein bisschen braun unten drunter werden. Aber das ist alles eine Frage des Lernens hier bei uns, dass das eben nicht so einfach war wie mit einem Elektroofen. Ja, die Kinder sind immer sehr begeistert, wenn sie hier sind. Sie erleben nämlich tatsächlich, wie das Leben früher war, mit dem Rauch im Haus, dass das nicht immer so einfach war und in den Augen biss. Sie erzählen aber auch von sich, dass sie zum Beispiel mit der Großmutter oft zu Hause was gebacken haben und schon Vorerfahrungen mitbringen. Und dann sind sie natürlich immer sehr bedacht, viele Fragen zu stellen, die ich hoffentlich dann auch alle beantworten kann. Und hoffen mal, dass das Feuer jetzt nicht zu stark war, gerade eben. So, dann schauen wir mal. Kommt die Nummer 3, 4. Die Zutaten können die Kinder sich hier an einer Schiefertafel abschreiben. Und die Zutaten sind 500 Gramm Dinkelvollkornmehl, ein halber Würfel frische Hefe, 400 Milliliter Wasser, 2 Teelöffel Salz und zum Bestreuen Kümmel und noch ein bisschen grobes Meersalz. Sie können dann am Ende der Mitmachaktion das Gebackene mitnehmen und wirklich auch die damalige Zeit kosten. Ein Museum darf nicht nur ein toter Gegenstand sein, sondern es muss belebt sein. Und durch dieses Beleben
erfahren die Menschen auch, wie das Leben früher war. Sie können es viel besser nachvollziehen und begreifen, indem die Leute in den Häusern leben und hier arbeiten und kochen. Und auf die Art und Weise kann man auch viel einfacher Wissen transportieren und den Menschen näher bringen. Und das macht die Faszination der lebendigen Geschichte hier bei uns im Museum auch aus. Das waren Rezepte aus dem Freilichtmuseum Hessenpark mit der historischen Hausfrau Iris von Stefanitz.